Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir sind immer noch auf der MSN unterwegs und ich hoffe, man hört den Trockner im Hintergrund nicht. Der röchelt so ein bisschen, klingt ein bisschen so, als würde Rainer kommen und gerade Marathon laufen oder aber sich in einer Fleischbällchenschlacht ergießen. Klingt auf jeden Fall ungesund. Wie dem auch sei, ich habe mein neues altes Headset, denn alles alt macht der neue Jahresanfang, der jetzt gestartet ist. 2014 wird mein Jahr, Daumen hoch, das wird definitiv klappen. Ich weiß nicht genau, wo ich lang soll. Ja, das 80 Euro teure Medusa-Headset war absoluter Schrott, aber ab und zu hat man halt mal einen Fehlkauf dazwischen. Waren wir hier oben schon? Was nun los? Sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Ash, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Guck dir meinen Penis an. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Oh, schon wieder ein Kampf mit Gary. Ach, Mann. Der rivale Gary mit der hässlichen Todsünde, einer lila Hose. Das lass mal lieber nicht Karl Lagerfeld sehen. Ja, dann werden wir das mal eben ganz schnell beenden, indem wir uns Glutexo schnappen. Gar kein Problem. Der wird das schon irgendwie richten. Und ja... Ich habe mir einfach mein altes Headset nochmal bestellt. Das hat nämlich nur 23 Euro gekostet und ist altbewährte Qualität. Also es ist ausreichend für meine Ansprüche. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dieses 80 Euro schwere Hochzeit. Die 80 Euro schwere Hochzeit. das 80 Euro teure Headset zu kaufen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich der Teufel geritten. Ich dachte mir, das muss pornös sein. Das muss fantastisch sein. Letztendlich war es nichts von beiden. Aber egal, egal. Ich beschwere mich nicht. Jetzt kommt die Schillerlocke. Ja, Schillerlocken verspeise ich am liebsten frisch aus der Bratpfanne. Dementsprechend kriegen wir das hin. Ich meine, Wasser gegen Feuer ist ja eigentlich meine Schwäche, ne? Und normalerweise habe ich gelesen, dass es gar nicht mal so scheiße ist, wenn man Pokémon-Kämpfe vorspult. Also jetzt nicht diesen Kampf hier, weil der ist ja wichtig, sondern allgemein irgendwelche unwichtigen Trainerkämpfe, weil das ist ja doch relativ unspektakulär, sich anzuschauen. Daher kann ich es irgendwo auch schon verstehen. Aber bei mir ist es ja das Gute, dass ich ja über Gott und die Welt reden kann und man das Video auch nebenbei laufen lassen kann und das auch viele tun, wie ich schon in den Kommentaren lesen durfte. Die meisten lassen das oder viele lassen das einfach im Hintergrund laufen und lauschen meiner wunderschönen, erotischen Stimme. Ja, jeder wie er mag. Solange mein Video gesehen wird, bin ich doch zufrieden. Wenn es gefällt, ich glaube, ich werde mal auf den Friedel tauschen. Die große Stunde muss mal wieder kommen. Der kann ja wieder ein bisschen mit seiner Rute schlagen. Vielleicht macht ja das die Schillerlocke ein bisschen an. Vielleicht kann er ihn dadurch verwöhnen. Verführen. Wobei, der Friedel ist ja weiblich, stelle ich gerade fest. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Mensch, Friedel. Mir war schon immer so, dass du so feminin rüberkommst. Jetzt habe ich die Bestätigung. Hervorragend. Und was musste ich letztens sehen? Der unsäglich schlechte Sender RTL ist 30 Jahre alt geworden. 30 Jahre RTL, 30 Jahre arbeitslos, Arno Dübel und so. Das ist ja unfassbar. Hat sich 30 Jahre gehalten, dieser Laden. Aber damals war es noch lange nicht so schlecht, wie es heute ist. Ich meine, es gab tolle Dinge wie Tutti Frutti. Na, das war vor meiner Zeit, aber es gab Titten. Ne? Viele Menschen, vor allem Männer, stehen auf Titten. Wollte ich nur mal gesagt haben, aber nach 0 Uhr kriegt man das auch in der Werbung zu sehen. Das ist nichts Spektakuläres heutzutage, aber damals war das halt was Besonderes. Ich glaube, die Sendung an sich war eher scheiße sonst. Aber Hugo Egon Balder, den mag ich nicht zuletzt seit Genial daneben ganz gerne. Zusammen mit der Hella von Sinn ist das schon ein Dreamteam. Und der Hoeker, das ist schon lustig. Was gab's denn noch hier? Dr. Stefan Frank, da wurde es richtig schmalzig. Familienduell. Also ich rede jetzt nicht von der Neufassung, die jetzt herauskommt mit, wie heißt er noch? Dieser Hartmann. Furchtbare Sendung. Nee, ich rede von den alten Sendungen mit echten Familien, nicht irgendwelchen aufkadidelten Promi-Familien mit Werner Schulze-Erdl. Das war toll. Das lief auch auf RTL. Ne? Und was lief noch auf RTL? Hier, als Kind natürlich, der Comedy-Morgen. KRTL hieß das, glaube ich. Da war doch immer so ein Löwe. Hat immer irgendwie, ist da mal rumgelaufen und hat das angepriesen. Ich weiß das nicht mehr so genau, ist schon so lange her. Da liefen immer tolle Cartoon-Serien. Ja, gibt's alles nicht mehr. Heute gibt es hauptsächlich Scripted Reality, ab und zu auch mal einen Blockbuster-Film, das ist dann wohl okay. Und sonst eigentlich nur noch Mist. So ein Scheiß. Und Bauer sucht Frau natürlich.
Es soll angeblich ein großer Meister mit Umgang, im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Ciao, Bella. Bella ist übrigens auf Italienisch Schöne, nur mal so nebenbei. Oder Schönheit, eins von beiden. Auf jeden Fall irgendwas mit Schön. So, da oben ist jetzt der Kapitän, von dem wir den Zerschneider bekommen. Erstmal lesen wir natürlich ganz frech sein Tagebuch. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. So, jetzt wird es ein bisschen eklig. Ich bin ein kleiner Junge, darf man nicht vergessen. Das ist ein alter, fremder Mann, die mich jetzt mal ganz kräftig den Rücken schrubbe. Geht's gar nicht gut. Ash massiert dem Kapitän den Rücken, leidenschaftsvoll. Rubbel, schrubbel. Oh, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Ja, haben wir auch unsere Bezahlung bekommen für die Dienstleistung. VM01 Zerschneider. Und ich glaube, der Fredel kann den Zerschneider sogar lernen. Dann werde ich doch dem Fredel das auch mal beibringen. Denn der Fredel, der bleibt ja in meinem Team. Genauso wie mein Taubos später und mein Glutexo. Da habe ich noch 3 freie Pokémon, die ich mir noch irgendwie ausdenken muss. Ja, das ist alles nicht so einfach, Kinder. Das sage ich euch. So, Zerschneider. Ja, Fredel, sag ich doch. So, was verlernen wir denn? Routenschlag? Ich meine, eigentlich sollte ich den Fanservice für die Frauen da draußen behalten, die gerne mal seinen Teil durch die Gegend schwingen sehen wollen. Ich glaube, Tackle brauche ich nicht so, ne? Zerschneider ist ja auch eine relativ starke Attacke. Guck mal, was die für Attacke hat. Stärke 50, Genauigkeit 95. Ja, dann kann ich auch austauschen. Da sind die Werte auf jeden Fall besser. Den Tipp habe ich übrigens auch bekommen, dass ich gucken kann, was die Attacken bedeuten. Wusste ich allerdings auch schon vorher, habe ich nur nicht genutzt, weil ich doof bin. Nur mal so nebenbei. So, dankeschön. Ja, übrigens lade ich das ja jetzt hier auf Arcus LP wieder hoch, ne? Ja, da ist der Buff, ne? Dass ich wieder rüber gewechselt bin. Die Gründe habe ich ja am Rande erwähnt. Ja, Prinz der Narren meinte schon, ich soll mich als nächstes doch einfach mal Bäumchen wechsellich LP nennen. Weil ich doch so ein bisschen ein Fähnchen im Wind bin mit meinen Entscheidungen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal auf Arcus LP bleiben, keine Sorge. Mindestens 2 Wochen und dann nenne ich mich wirklich Bäumchen Wechseldich LP. Ist ein schöner Name. So, da fährt sie davon, die MSN, auf zu neuen Ufern. Ich darf leider nicht mitfahren, weil sie mich nicht mögen. Übrigens ist das Schiff in Relation zu meiner Körpergröße ziemlich klein. Aber gut, das ist Pokémon da. Sind physikalische Grundgesetze so ein bisschen anders. Aber mit Physik kannst du mich ja auch jagen. Allgemein Naturwissenschaften, das war nicht unbedingt mein Lieblingsfach in der Schule. Biologie, Chemie, Physik, das ist, das kann ich nicht. Ne? Ich bin kein Sheldon Cooper, was das betrifft. Das ist nicht so mein Fall. So, ich werde mich mal mit Tränken eindecken, weil jetzt können wir den Arena-Kampfleiter-Modus einleiten. Oh Gott, da habe ich den Satz gerade noch so gerettet. Schaffen wir das noch? Ah, solange ich nicht aufnehme noch. Also vielleicht mache ich die Vortrainer da noch, aber mehr auch nicht. Oh, wir haben ja ganz schön viel Kohle, wa? Dann nehmen wir mal 10 Stück hier, was soll der Geiz? Joa, her damit. Dankeschön! Nö, sonst möchte ich eigentlich nichts von dir, danke. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Zwischen Bubbüschen. Was war denn eigentlich euer Lieblingsfach in der Schule? Also meins war Geschichte. Ich mochte Deutsch sehr gerne. Ich habe gerne Aufsätze geschrieben, ja, ohne Scheiß. Ich habe immer gerne geschrieben. Ich habe auch schon mal versucht, ein eigenes Buch zu schreiben. Ist aber nie fertig geworden. Aber hat mir sagen lassen, das ist gar nicht so schlecht, was ich da geschrieben habe. Kann man kaum glauben. Ich bin ja eigentlich eher schreibfaul, was Kommentare und so. Also, nee, eigentlich, also, was Kommentare betrifft, das stimmt gar nicht. Aber so Videobeschreibungen und sowas, ne? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Da müsste ich mir die Folgen alle nochmal angucken. Und da müsste ich ja jederzeit nochmal das ertragen, was ich hier gerade sabbel. Deswegen fällt es mir manchmal so schwer, Videobeschreibungen, Videotitel zu finden. Gerade bei so Projekten wie Donkey Kong. Weil, ich weiß immer nicht, wie ich die Parts nennen soll. Das ist immer schwierig. Aber gut, das ist ja eh, weiß ich nicht, ganz so wichtig, ist nicht ganz so wichtig, wie die Titel heißen. Ich meine, wie die Videos heißen. Das ist nicht das Wichtigste auf dieser Erde. Ja, ich mochte auch Englisch ganz gerne, da war ich immer relativ gut drin. Das hier ist kein Spielplatz. Ja, Mensch, warum denn nicht? Finde ich übrigens schön, dass an einer Hafenstadt ein Elektro-Pokémon-Trainer auf uns wartet. Ich hätte jetzt eher einen Wasser-Pokémon-Trainer erwartet, aber Misty haben wir ja schon hinter uns gebracht. Moment bitte mal. Musst du mich kurz räuspern. Söschen, Popöschen. Der Matteo. Und ich habe auch erfahren, bei 30 Jahre RTL, ne, habe ich ja geguckt hier, moderiert von Thomas Gottschalk. Mensch, Thomas Gottschalk, das ist eine Koryphäe des deutschen Fernsehens. Darum moderiert er jetzt auch bei RTL, wenn es mit Wetten, das nicht mehr geklappt hat.
Naja, das ist ja sowieso auf einem absteigenden Ast, seitdem Lanz das macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an Lanz liegt oder ob die Sendung an sich an Qualität verliert. Ich habe das nicht mehr so wirklich verfolgt. Meine Einschaltquote bekommen sie schon mal nicht, aber egal. Was ich sagen wollte, ich habe erfahren, dass Alarm für Cobra 11 in verschiedene Länder exportiert wurde. Das hätte ich gar nicht gedacht. Unter anderem haben die auch eine Szene aus Japan gezeigt. Das klang dann sehr lustig, weil Japanisch mit diesen Leuten sehr lustig klingt. Weil man halt die deutschen Stimmen im Kopf hat. Ich bin ja ein großer Alarm für Cobra 11 Fan, wisst ihr ja. Das ist eine Serie, die keinen roten Faden hat. Im Grunde genommen steht ja jede Folge für sich, ne? Und da stehen die Deutschen drauf, habe ich ja schon drüber geredet. Beim Reinseppen, ne? Weißt du, kommst du sofort rein in die Sendung, ne? Machst du an, kommst du sofort rein, kannst lachen, kannst Spaß haben. Da musst du nicht irgendwie alles am Stück gucken, weil wenn du eine Folge verpasst, ist das nicht so wild. Solche Serien gehen hier halt sehr gut. Na, deswegen Monk. Monk war auch zu Gast, ne? Weil Monk ja auch auf RTL läuft und auch sehr erfolgreich läuft. Und das ist auch so eine Serie, finde ich, die nicht so einen krass roten Faden hat wie andere Serien, ne? Natürlich hat da irgendwo auch irgendwo im Hintergrund, gibt es da auch eine Hintergrundstory, aber im Grunde genommen ist das auch Fall pro Woche, ne? Pro Folge ein anderer Fall, den Monk zu lösen hat. Und Monk hat halt so seine Marotten, der ist halt so ein bisschen, hat ein paar Zwänge. Ein bisschen psychisch im Eimer. Ist aber auch ganz lustig an sich. Also ich mag Monk sehr gerne sehen. Finde ich immer wieder ganz amüsant. Dr. House finde ich auch immer wieder ganz amüsant. Das ist ja in der Anfangsphase auch so, dass da eigentlich in jeder Folge eine neue Krankheit quasi zum Thema gemacht wird. Hab mir aber sagen lassen vom Schnackfat-LP, der wohl Dr. House sehr gerne geguckt hat, dass sich das wohl ändern soll und später da mehr auf eine zusammenhangvolle Story gesetzt wird. Kann ich nicht bestätigen, ich habe nämlich nur so ein paar vereinzelte Folgen der ersten Staffeln gesehen. Hab das also nie komplett geschaut, weiß gar nicht, wie das ausgeht. Ein Elektriker. Ja, so sieht er auch aus. Alfred. Da merkt man echt, dass das in der deutschen Version abgeändert worden sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der japanischen Fassung der Typ Alfred heißt. Alfred das Ekel. Auch jedes Jahr zur Silvesterpflicht. Wie er seine Füße dann in der Kartoffelschale badet und solche Geschichten. Alfred das Ekel. Ah, Klassiker. So, noch ein Ruckzuck-Tipp und dann bist du Geschichte, wollte bald. Das ist ja auch so ein Pokémon, was mir zuwider ist. Ich meine, das explodiert, ne? Das macht Selbstmord. Der, wo Moslem ist? Oh nein, das war kein... Das war nicht... Das, nein, sowas macht man kein... Da macht man keine Späße drüber. Ja? Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich hier irgendwo eine Zeichnung von Muhammad reinhaue. Dann gehen die ganzen... ja, wie nennt man die nochmal? Islamisten gehen dann... ja, sind dann böse. So. Ich rede jetzt nicht von ganz normalen Moslems. Ne? Weil... Das ist eigentlich eine friedliche Religion. Eigentlich ist jede Religion friedlich, aber sie wird halt gerne von Menschen missbraucht. Da ist das Christentum übrigens auch nicht anders gewesen. Ne? Damals haben wir genug Menschen umgebracht im Namen Gottes. Beziehungsweise in einigen Ländern wird es noch mehr gemacht. Amerika, beziehungsweise das hat George Bush immer ganz gerne gemacht. Der hat auch immer gerne Gott ins Spiel gebracht, wenn er irgendwie einen neuen Krieg gestartet hat. Finde ich dann immer ein bisschen scheinheilig, ganz ehrlich. Aber gut. George Bush ist Geschichte. Jetzt herrscht dort ein Demokrat, ein Barack Obama, ein Schwadder. Das hätte sich vor 30 Jahren auch noch keiner träumen lassen. So, den machen wir noch und dann ist Feierabend. Dann werden wir uns Major Bob, das ist auch ein geiler Name, werden wir uns dann in der nächsten Aufnahme schnappen. Major Bob. Kennt ihr Major Payne? Das ist ein Film, der ist auch cool. Und ich muss immer an diese eine Szene denken, wo irgendwie ein Junge oder ein Mädel sagt, ich habe da irgendwie Wehweh, ich habe da ein Au-Aua. Und dann bricht er dem Jungen oder dem Mädel, ich weiß es nicht mehr so genau, den Finger und sagt, jetzt tut's nicht mehr weh. Jetzt tut's nur noch am Finger weh. Haha, voll lustig. Weil der Friel haut rein, kann man nicht anders sagen, ne? Guckt euch das mal an, der haut die Gegner weg, der verputzt die zum Frühstück. Claudio. Claudio Schiffer. Du Fashion Hero. So, dann werden wir jetzt mal ins Pokémon Center gehen und uns dort aufheilen. Ich werde euch noch ein Wort zum Sonntag mitgeben, damit ihr auch pädagogisch, also damit ihr was gelernt habt. Und zwar solltet ihr nicht allzu viele Geschmacksverstärker benutzen, denn damals wollte ich Hauswirtschaft als Wahrpflichtkurs nehmen und hab's leider nicht bekommen, aber egal, ich habe mir sagen lassen, die dort unterrichtende Lehrerin, die hat gerne überall Maggi reingepackt.
und das ist natürlich voller Glutamat, Geschmacksverstärkern und anderen chemischen Substanzen. In Asiagerichten, Fertig-Asiagerichten ist auch ganz viel von diesem Zeug drin. Und liebe Kinder, damit macht ihr euch eure Geschmacksnerven kaputt. Verzichtet auf so einen Firlefanz und genießt lieber natürliche, wohlschmeckende Lebensmittel, auf das euer Gaumen entzückt sein wird. Und mit diesen lieblichen Worten verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen besinnlichen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski.